in it. Haben wir dich, du Ratte. Du hast Mr. Moreno sehr verärgert. Wir werden dir eine kleine Lektion erteilen, damit du es nicht wieder vergisst. Diese Schweine hatten sich mein Nummernschild gemerkt und sich auf die Suche nach mir gemacht. Louis wird sich deine Visage annehmen. Ich glaube, jetzt darf ich rennen, oder? Mach ihn fertig. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Es war klar, dass ich so schnell wie möglich da raus muss. Oh shit. Dann konnte ich dieses Monster niemals schaffen. Ich dachte mir, dass es für Mr. Salieri nun an der Zeit wäre, mir seine Dankbarkeit zu zeigen. Salieris Bar war gleich um die Ecke. Und der Anblick war verlockender als ein Baseballschläger auf meinem Kopf. Oh shit. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Aber die Musik im Hintergrund ist geil. Oh, fast geschafft. Oh shit, doch nicht Salieri's Bar. Och nee, oder? Moment, ich guck mal, ob ich ihn verboxen kann. Scheiße. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ah. Oh fuck, 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 fuck. Glück gehabt. Puh. So ein Glück gehabt, ey. Oh. Puh. Okay. Auf der Flucht ist eine lange Mission. Salieris Jungs kamen mir zu Hilfe, aber ich war in keiner beneidenswerten Lage. Ich hatte die Reparatur des Taxis abbezahlt, aber mein Boss wollte nichts mit der Mafia zu tun haben. Das war nicht gut fürs Geschäft. Die feinen Klamotten von Salieris Jungs zeigten, dass es bestimmt nicht übel war, für ihn zu arbeiten, und ich hatte nichts zu verlieren. Morello war hinter mir her, also war Taxifahren keine gute Idee. Und die Aussicht auf Salieris Geld war nicht schlecht. Wie ich zu sagen pflege, lieber jung und reich sterben. Na, endlich. So, Mission 3, wenn ich mich nicht täusche. Also, Morello will mich wohl so richtig wütend machen. Aber ich bin...
bin ein geduldiger Mensch. Wie heißt du, mein Sohn? Thomas Angelo. Ich werde dir eine Chance geben, Tommy. Ich mag neue Leute. Wir sind hier eine große Familie. Paulie und Sam kennst du ja schon. Frank hier ist meine rechte Hand und kümmert sich ums Rechtliche in unserem Geschäft. Der hinter der Theke heißt Luigi. Das Geschäft schlägt oft auf den Magen, aber Luigi ist ein Spitzenkoch. Paul stellt dir noch Vincenzo und Ralph vor. Wir sind viele. Aber das sollte vorerst reichen. Und jetzt hör mal genau zu. Wir haben hier ein paar Regeln. Leg dich nicht mit den Bullen an. Wir bezahlen sie gut und sie lassen uns in Ruhe. Aber wenn du zu weit gehst, machen sie dich fertig. Auch wenn sie korrupt sind. Wenn sie dich einbuchten, hältst du den Mund. Und ich helfe dir. Ich bin gut zu denen, die mir helfen. Und die, die das nicht tun, leben nicht sehr lang. Capisci? Ja, Mr. Salieri. Das freut mich. Heute gebe ich dir die Chance, es den Schweinen Hand zu zahlen, die dein Taxi ruiniert haben. Mal sehen, was du so drauf hast. Morello hat eine Bar. All seine Gorillas gehen dahin. Alle Autos parken hinter dem Zaun. Neben der Bar. Wenn du gut bist, stehen die morgen früh nicht mehr da. Polly kommt mit dir. Nur für den Fall. Bei Vincenzo kriegst du die Ausrüstung und bei Ralph ein Auto. Ich würde ihm nicht trauen. Er hat zu lange gezögert. Er hat nur angenommen, weil er keine Wahl hatte. Abwarten, Frank. Abwarten. Ich frage mich vielmehr, was Morellos Problem ist. Will er wirklich einen Krieg beginnen? Vincenzo ist der Waffenexperte des Don. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Er besorgt dir, was du brauchst. Von der MP bis zur Kanone. Winnie hat einfach alles. Ich gehe vor einem Job immer bei ihm vorbei. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Das hier ist Tom. Ist gerade bei uns angestiegen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Was kann ich für euch beide tun? Wir haben einen Job zu erledigen. Wir brauchen was, um ein paar Autos zu verschrotten. Dieses klassisch schlichte Sportgerät sollte reichen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Cocktails gemixt. Seid vorsichtig damit. Vielen Dank, Vincenzo. Bring den Schläger zurück. Gehört meinem Neffen. Na klar. Ralf, den ich dir jetzt vorstelle, ist ein kompletter Idiot. Aber er hat ein Händchen für Autos. Ich frage mich, wieso ein Idiot überhaupt irgendwas kapieren kann. Aber so läuft's halt manchmal. Besuch. Wie läuft's denn, Polly? Hey, Ralfi! Ich sehe, du hinkst immer noch. Dann haben wir ja jetzt zwei Krüppel hier. Das stimmt, aber ich bin kein Idiot. Das hier ist Tom. Wenn du ihm ein geklautes Auto bringst, Tommy, macht er es zu deinem eigenen. Und keiner merkt den Unterschied. Ralf, Tom und ich haben einen Job zu erledigen. Und du hast einen fahrbaren Untersatz für uns. Stimmt. Hier ist er. Ist zwar kein Flitzer, aber für eure Zwecke müsst ihr erreichen. Danke, Ralfi. Los geht's. So, los geht's. Du-dum.